Milliardäre haben riesigen politischen Einfluss, Herrschaft der Superreichen, wer reich ist, macht Politik, Trump-Präsidentschaft und wer die bezahlt hat und am Ende davon auch profitiert hat, weil es kamen ja direkt Tax-Cuts für besonders Reiche. Also da hat man sich direkt quasi bedankt. CDF-Dokus, wie Milliardäre die Politik beeinflussen, dann bei Lobby-Control gibt es riesige Bereiche darüber, die im Prinzip all das nochmal nachzeichnen, was ich gerade eben erzählt habe, über eben Thinktanks, Clubs, Stiftungen und so weiter, die die Politik in Deutschland beeinflussen. Die AfD ist ja nun auch tatsächlich so ein bisschen ein Heimprojekt und auch sehr stark gefördert durch Milliardäre, die halt eben hier auch ein Stück weit eine politische Veränderung vollziehen sollen, kennen wir auch aus der Geschichte. Die Macht der Milliardäre auch eben über Philanthropie oder halt eben wie eben darüber politischen Einfluss gekauft wird. Oder, und das finde ich ganz spannend hier, dieses hier, die Bevölkerung ist in der Klimafrage viel weiter als oft behauptet. Tatsächlich sind es Lobbygruppen, die konsequenten Klimaschutz verhindern.